Mein nächster Gast ist einer der erfolgreichsten. Ja, 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 ja. Mein nächster Gast ist einer der erfolgreichsten Sänger und Songwriter Deutschlands. Sein Album ist nicht im hippen Berlin entstanden, sondern in der Eifel. Da ist das Album entstanden, gemeinsam mit ein paar Freunden. Er war natürlich auch dabei und ganz viel Natur. Und es sind Songs entstanden, wie wir sie von ihm lieben. Seit gestern ist sein Album draußen. Es heißt 4. Es ist das 4. Studioalbum. Und ich wünsche ihm ganz viel Erfolg damit. Hier ist Max Giesinger. Große Pläne im Kinderzimmer und ein Poster von Kurt Cobain. Ich weiß heute noch genau, wie ich da saß. Unter Neonleuchten flimmern, filmen wir auf der Fotowand. Dass ich irgendwann hier weg muss, war mir klar. Es hört sich leichter an zu bleiben. Doch es wäre besser, jetzt zu gehen. Irgendwo da draußen, in einer anderen Stadt, gibt's noch ein anderes Leben, das ich hier jetzt grad verpasst. Mit alles einmal tauschen, alles was ich hab. Denn irgendwo da draußen, da liegst du jetzt gerade wach. Da liegst du jetzt gerade wach. Da liegst du jetzt gerade wach. War die zweite große Liebe und im Ikea-Kerzenschein hab ich gedacht, dass das mit ihr für immer bleibt. Unser Bett war nur 1,40, es wurde irgendwann zu klein und mit der Zeit wurde aus für immer ein Vielleicht. Es fühlt sich leichter an zu bleiben, doch es wäre besser jetzt zu gehen. Irgendwo da draußen, in einer anderen Stadt, gibt's noch ein anderes Leben, das ich hier jetzt grad verpasst. Wird alles einmal tauschen, alles was ich hab. Denn irgendwo da draußen, da liegst du jetzt gerade wach. Sag, liegst du jetzt gerade wach. Da liegst du jetzt gerade wach. Bist du irgendwo da draußen? Bist du irgendwo da draußen? Oder renn ich im Schatten hinterher? Bist du irgendwo da draußen? Muss ich immer weiterlaufen? Oder renn ich nur im Schatten hinterher? Irgendwo da draußen, in einer anderen Stadt, gibt's noch ein anderes Leben, das ich hier jetzt grad verpasst. Wird alles einmal tauschen, alles was ich hab. Denn irgendwo da draußen, da liegst du jetzt gerade wach. Da liegst du jetzt gerade wach. Bist du irgendwo da draußen? Da liegst du jetzt gerade wach. Oder renn ich noch Schatten hinterher? Bist du irgendwo da draußen? Da liegst du jetzt gerade wach. Oder renn ich noch Schatten hinterher? Bist du irgendwo da draußen? Wow! Dankeschön, Leute! Dankeschön, München! Ist das wieder schön, vor so vielen Leuten zu spielen, ey? Ich bin so aufgeregt, ey! Max Giesinger, Ragazzi! Bitte, den Plattmann, wie schön, dass du da bist! Ich freue mich tierisch. Und ich freue mich so, dass du hier diese Show moderierst und das so schön ist. Das macht Bock. Du bist Dankeschön. Ein geiler Typ. Wir haben uns vor, glaube ich, 6 Wochen zum ersten Mal kennengelernt. Ja. Total zufällig und wir haben uns direkt ins Herz geschlossen. Ich dachte, ein Herz von einem Mann. Ein richtig toller, guter Dude. Ich gönne dir das total. Ohne Scheiß. Kann es nur zurückgeben. Bruder. Sehr schön, es zu hören. Vielen lieben Dank, Max. Ich habe mir das so gewünscht, dass du heute dabei bist. War ein ganz großer Wunsch von mir. Seit gestern ist deine Platte draußen. Ja. Und die ist ja wirklich unter besonderen
Umständen entstanden? Also so wie sonst nicht wahrscheinlich. Also erzähl mal ganz kurz, wie ist es zustande gekommen? Ja, es kam halt so eine kleine Pandemie angeflogen, ne, die mich dann, wie auch viele anderen, ein bisschen gebremst hatte. Und ich hatte zum ersten Mal im Leben wirklich mal wieder Zeit seit 5 Jahren. Ne? Und dann sind so viele Themen, konnten so ein bisschen sacken. Und als man wieder ein bisschen rumreisen konnte, bin ich dann mit meinen Jungs in die wunderschöne Eifel. Neben uns war so ein Ziegengehege, da habe ich diese Viecher erstmal immer gestreichelt worden, den Karotten gegeben. Und ich war so richtig eins mit der Natur. Und aus dieser Stille sind so ganz viele tolle Themen rausgekommen, an die ich früher noch gar nicht rangekommen wäre. Und die haben sich jetzt alle auf dieser Platte so niedergeschrieben und ich bin da voll happy mit. Ich liebe das Album total, bin mega gespannt, was ihr dazu sagt. Also ich bin stolz wie Bolle. Ich glaube, es kommt ganz gut an. Ich freue mich sehr für dich. Ja, danke, ich freue mich auch. Ich bin voll gehypt gerade. Auch wieder mal so, weißt du, Leute und so live spielen. Live spielen ist geil. Mit deiner Band, wirklich schön, dass ihr alle damit dabei seid heute. Voll. Max, du hast mir eine Geschichte erzählt, die ist mir hängen geblieben, vor ein paar Wochen eben, als wir uns wirklich kennengelernt haben. Erstens, tatsächlich keine 2 Monate jetzt her. Dass du mir erzählt, weil wir ja auch über die schweren Zeiten als Musiker gesprochen haben und über die Hürden und die Tiefen, die es da gibt, habe ich auch ein paar mitgenommen von. Da hast du mir erzählt, dass tatsächlich anfangs keiner 80 Millionen haben wollte. Also ihr seid dann, wie kann ich mir das vorstellen, geht zu den Plattenfirmen, die sagen, ja, ganz nett, aber... Ja, oder gar keine Antwort oder finden wir nicht interessant genug. Also es gab schon quasi alle Songs, 80 Millionen und wenn sie tanzt. Und wir haben wirklich eine Absage nach der anderen bekommen von den Plattenfirmen. Ich dachte mir so, krass, also wenn der Song das jetzt nicht bewegen kann, dann wird es halt keiner machen. Und dann wirklich einen Tag, bevor ich so echt gedacht habe, okay, komm, ich lasse jetzt alles, da haben wir echt noch 2 Angebote bekommen und dann ging es quasi ab. Und ja, war ein krasser Weg, aber war auch gut, ne, diese Steps zu gehen, dass es nicht direkt irgendwie geknallt hat, sondern dass man sich 4-5 Jahre hochgearbeitet hat, immer wieder, ich sag mal ganz salopp, auf die Fresse gefallen ist, weil dann weiß es erst jetzt zu schätzen. Ne. Sowas heute Abend hier, dass ich hier jetzt singen darf und Leute das anscheinend gut finden. Früher bin ich auf der Straße gestanden. danke. Und habe so Straßenmucke gemacht, war froh, wenn da 50 Leute waren. Ne. Das ist schon geil, da mal so rauszuzoomen. Ich glaube, ich wollte mir diese Geschichte rausziehen, weil ich glaube, das ist für alle da draußen, für jeden hier im Saal auch, aber auch zu Hause, dass man an seiner Leidenschaft festhalten muss. Es geht nicht nur um die Musik, es geht um alles. Ob man, wenn man seinen eigenen Friseursalon eröffnen will oder irgendwie einen Buchladen oder einen Online-Stop, egal was man machen will, man darf sich nicht umwerfen lassen. Genau. Wenn man liegt, dann muss man aufstehen und weitermachen und weiter an seiner Passion festhalten. Das ist ganz wichtig. Wenn du das Ding gefunden hast, was dich happy macht, musst du da dran bleiben. Auch wenn die anderen Leute sagen, ey, das ist es nicht. Kämpf so lange dagegen an. Ich schwöre dir, irgendwann wird es passieren. Auch wenn es 10, 15 Jahre dauert. Das wünsche ich euch allen. Schöne Message. Voll. Dann will ich jetzt aber noch mal gerade den Song anpacken. Okay, what's happening? Dann will ich jetzt einmal 80 Millionen anpacken, weil du weißt, dass ich mir gerne mal einen deutschen Song vornehme und den auf Italienisch singe. Seine Masche, ne? Das ist meine Masche. Okay. Hat er erkannt, Mist. Uno di 60 milioni. So ungefähr, was klingt auf Italienisch. Das würde heißen, einer von 60 Millionen, weil wir in Italien, wir sind ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger Menschen. Okay. Aber auch sehr sympathisch trotzdem. Aber sehr sympathisch. Gute Essen, gute Trinken, schöne Auto, schöne Frau. Haben wir alles auch. Verstehe. Wir sind nur ein bisschen weniger, aber ich würde gerne mit dir einen Mix machen aus 80 Millionen aus dem Refrain. Okay. Halb Deutsch, halb Italienisch. Also du fängst an, so weit gekommen, so viel gesehen, so viel. Und dann fange ich, na, 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 ma tutta la vita. Na, na. Und dann machst du einer von 80 Millionen. Okay. Dann mache ich uno di 60 milioni. Okay. Und dann machen wir zusammen einer von 80 Millionen. Oder zusammen, dann 140. Aber dann zusammen, mit allen dann natürlich. Okay, das ist gut. Also 100, oder wir machen am Ende eine von... Ja, einer von 80 Millionen. Einigen uns drauf, ja. Gut. Also ganz am Ende... Also 80, 60, 140. Also 140. Dann. Am Ende 140. Okay, Italien und Deutschland zusammen. Also Italien und Deutschland zusammen. Einer 100, okay, das ist ein paar Silben zu viel, aber wir kriegen das hin. Okay. Bitte. Chris, bist du da? So weit gekommen und so viel gesehen. So viel passiert, dass wir nicht verstehen. Die voglio tanto. Ci credo, lo sai, per tutta la vita. Mein Dude. Hey, wir sehen uns. Ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Album. Vielen Dank, das war sehr schön. Hier, Max Giesinger. Und schönen Abend. Tschüss. Ciao.
Ja, du kannst da rauslaufen. Lauf. Da holt dich jemand ab. Ich hatte ihm eigentlich bei der Probe gesagt, bleib auf der Couch sitzen. Jetzt läuft er los. Wo soll ich hin? Ich gehe hier raus. Max, die finden dich.